ich finde es eine mega coole Sache. Ja. Eben, wir haben viele Junioren von uns dabei gehabt, die heute mal hinschauen konnten, wie so ein Tag bei uns aussieht. Und ich hoffe, sie haben Freude gehabt. Es war sicher mega lässig gewesen. Ja. Also, wir waren in verschiedenen Räumen von der Swiss Life Arena. Und ich habe zu fast jedem Raum etwas erzählt. Ich will vielleicht das KV machen. Und dann kann ich zu Mami arbeiten gehen, im ZSC. Ja, ich hätte sicher auch Freude gehabt. Ich glaube, eben so als kleiner Hockeyspieler war es immer das Größte, wenn du irgendwie mal einen von der ersten Mannschaft gesehen hast. Oder wenn man noch kurz mit jemandem reden konnte. Und ich hoffe, ich habe es heute ein bisschen denen gleich weitergeben. Ja, ich finde das mega wichtig. Ich glaube auch gerade durch das Hockey hat man etwas neben der Schule auch, wo man Ziel kann anstreben und verfolgen. Und es hat mich vorher gerade einer der Kinder gefragt, was man dann machen muss, wenn man mal ein Ziel nicht erreicht oder wenn man halt mal eine Enttäuschung erfährt. Und ich glaube, eben dann ist es wichtig, dass man genau dran bleibt und versucht, hart zu arbeiten, um die Ziele zu erreichen. Und das wäre schon okay so. Ja, dann gebe ich auf den Weg, dass sie vor allem nie so Freude verlieren an dem, was sie machen. Weil schlussendlich ist das, was du immer am liebsten machst. Und wenn es mal nicht mehr so ist, dann stimmt vielleicht auch irgendetwas nicht. Und darum glaube ich schon, das ist das Wichtigste, dass du Freude immer hast und dass du das so ein bisschen Ziel bekommst.